und herzlich willkommen bei Frau Jannik Probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich einen super leckeren und weihnachtlich angehauchten Kuchen, und zwar einen Mohnkuchen. Der besteht aus einem Quarkölteig, den man auch gerne vegan gestalten kann, und aus einer leckeren Mohnfüllung und obendrauf noch leckere Streusel. Dieser Kuchen, der wird bei uns immer serviert an Weihnachten, das hat die Oma früher immer gemacht. Und weil das einer von meinen Lieblingskuchen ist, von meiner Familie, habe ich gedacht, das zeige ich euch jetzt mal, wie der funktioniert. Und vielleicht habt ihr ja Lust, den auch mal auszuprobieren und findet den vielleicht auch ganz lecker. Und wie dieser Kuchen funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und als allererstes beginnen wir mit dem Boden. Und dafür habe ich folgende Zutaten. Einmal habe ich hier Dinkelmehl, und zwar Typ 1050. Da funktioniert natürlich auch eine Mischung von Vollkorn und 630 oder nur 630. Das schreibe ich euch dann noch genauer auf den Blog. Dann natürlich eine Prise Salz, ein bisschen Backpulver. Hier habe ich Kokosblütenzucker. Da könnt ihr natürlich auch gerne was anderes wählen, zum Beispiel Xylit oder Reissirup, also ein flüssiger Zuckerersatz, geht auch sehr gut. Dann habe ich natürlich Quark. Ich habe jetzt hier Magerquark. Da könntet ihr aber auch zum Beispiel Sojaquark verwenden oder auch zum Beispiel Sojajoghurt. Funktioniert auch alles wunderbar. Dann habe ich hier ein bisschen Rapsöl und da habe ich noch Milch, und zwar pflanzliche Milch. Und da könnt ihr wirklich wählen, welche ihr zu Hause habt oder gerne habt. Wenn ihr natürlich zum Beispiel Hafermilch nehmt, dann wird das Ganze ein bisschen süßlich, weil die Hafermilch eben schon von Natur aus süßer ist als zum Beispiel Sojamilch. Ja, und das waren jetzt die Zutaten für den Boden, und die kommen jetzt alle nach und nach in die Schüssel und werden zu einem Teig verknetet. Und als allererstes gebe ich die trockenen Zutaten in die Schüssel, das Ganze verrühre ich dann kurz und dann gebe ich die nassen Zutaten hinzu. Jetzt habe ich hier eine Springform mit Backpapier ausgekleidet. Hier ist mein fertiger Teig und das Ganze verteile ich jetzt hier schön auf dem Boden. Jetzt steche ich den Boden noch ein bisschen mit der Gabel ein und dann kommt es erstmal beiseite und dann kümmern wir uns um die Füllung. Für den Mohnkuchen brauchen wir natürlich auch Mohn. Deshalb habe ich für die Füllung jetzt hier gemahlenen Mohn. Dann brauchen wir ein bisschen Milch. Ich habe jetzt hier pflanzliche Milch und die ist erhitzt, also die ist jetzt hier schön heiß. Dann brauchen wir gemahlene Mandeln, dann ein bisschen Kokosblütenzucker gebe ich wieder hinzu, ein bisschen Salz, dann Tonkabohne, das hat nämlich einen mandeligen Geschmack und bringt das Ganze nochmal hervor. Wenn ihr das nicht zu Hause habt, könntet ihr zum Beispiel alternativ auch Vanille verwenden. Dann gebe ich noch ein bisschen Kokosöl hinzu, und dass das Ganze bindet, gebe ich noch ein bisschen Leinsamen dazu. Wer hat, kann natürlich auch Chiasamen verwenden oder alternativ ein Ei hinzugeben. Und damit wir ein bisschen weniger Zucker brauchen, gebe ich noch ein bisschen Birne hinzu, die wird noch reingeraffelt. Das gibt einen leckeren Geschmack, macht das Ganze schön saftig, bindet das Ganze nochmal und eben spart natürlich auch Zucker ein. Und als allererstes gebe ich jetzt die heiße Milch über den Mohn, rühre das Ganze gut um, lasse es für ungefähr 10 Minuten quellen und dann kommen die weiteren Zutaten hinzu. Die Leinsamen, die könnt ihr auch schon dazugeben in die warme Flüssigkeit, damit das Ganze dann auch schön aufquellen kann. Anschließend gebe ich den Zucker hinzu, eine Prise Salz, etwas Tonkabohne, einen Esslöffel Kokosöl, dann die gemahlenen Mandeln. Und jetzt reibe ich noch grob die Birne hinzu, die könnt ihr auch gerne mit der Schale verwenden, da müsst ihr sie nicht extra schälen. Die Füllung ist jetzt fertig, die stelle ich jetzt auch beiseite und dann geht es weiter mit den Streuseln. Für die Streusel braucht ihr folgende Zutaten, und zwar habe ich jetzt hier nochmal gemahlene Mandeln. Ihr könntet zum Beispiel auch Cashews fein mahlen oder gemahlene Haselnüsse verwenden oder das ganz weglassen, denn die nächste Zutat, das sind gemahlene Haferflocken, und ihr könntet auch nur gemahlene Haferflocken verwenden. Dann gebe ich nochmal für den guten Geschmack ein bisschen Tonkabohne hinzu, das ist optional. Wer mag, kann auch Vanille nehmen oder das ganz weglassen oder Zimt zum Beispiel. Dann gebe ich noch ein bisschen Kokosöl hinzu und für die Süße ein bisschen Ahornsirup. Da könntet ihr zum Beispiel auch eine andere flüssige Süße verwenden, zum Beispiel Reissirup oder Agavendicksaft oder was ihr einfach zu Hause habt. Honig zum Beispiel würde auch gut gehen. Und das Ganze kommt jetzt auch in die Schüssel und dann wird es mit der Hand kurz verknetet, bis eine zusammenhängende Masse entsteht, und das sind dann unsere Streusel. Jetzt sind unsere drei Komponenten fertig, jetzt können wir den Kuchen zusammenstellen und dann kann das Ganze auch schon in den Backofen.
Und so ist der Kuchen jetzt fertig zum Backen und zwar bei 180 Grad Umluft für ungefähr 30 Minuten. Da schaut ihr am besten per Stäbchenprobe danach, ob der Teig schon durch ist. Dann nehmt ihr den raus und lässt ihn vollständig auskühlen. Und so sieht der fertige Mohnkuchen aus. Es duftet schon richtig lecker und ich freue mich schon gleich, den aufzuessen. Davor werde ich den aber noch ein bisschen dekorieren und zwar mit Kokosmehl anstatt von Puderzucker, weil es eben kein Zucker ist. Und aber es total so aussieht. Und das Coole daran ist, der bleibt oben liegen. Also wenn das Gebäck noch leicht warm ist, dann zieht es nicht ein, so wie Puderzucker. Und so ist der Kuchen jetzt fertig. Perfekt passt er zur Weihnachtszeit mit dem Mohn, wie ich finde. Also bei mir kommen da Kindheitserinnerungen hoch. Und das ist à la Oma, beziehungsweise natürlich ein bisschen von mir abgewandelt in die gesündere Version. Aber schmeckt trotzdem richtig, richtig lecker. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Wie immer findet ihr die Mengenangaben auf meinem Blog frojanik.com. Da könnt ihr mir auch gerne Kommentare hinterlassen. Das freut mich jedes Mal riesig. Oder hier auch auf YouTube. Ich beantworte das natürlich auch. Oder wenn ihr mir Fotos schicken möchtet, das geht wie immer am besten auf Instagram. Und da nutzt ihr den Hashtag frojanik oder @frojanik. Dann kann ich nämlich die Fotos sehen. Und ich freue mich jedes Mal riesig von euch, die Fotos zu bekommen und zu sehen, was ihr alles schon ausprobiert habt. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich gehe jetzt hier gleich leckeren Kuchen essen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.